Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Ja Leute, ihr seht es richtig, keine Fotomontage oder nichts bearbeitet. Meine Bi ist auf 1357. Wie kommt das? Ganz einfache Geschichte. Heirate keine Mates. Er hat mich gefragt, Mo, kannst du mit mir zocken? Ja, und da war durchgespielt. Meine Bi ist auf 1357. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Brawler so hoch wie meine Bi. Ja, die Jungs sind wieder. Leute, ich guck mal, Test. Die Leute, guck, ihr seht es. Ich werde die nämlich einladen. Linane hat keinen. Leute, ich sag's euch, ich wusste das. Hyra hat keine mehr. Nur Hyra zockt mit Linane durch. Keiner hat Bock, mit Hyra zu spielen, weil das Matchmaking, habe ich gehört, mittlerweile 6 bis 10 Minuten ist. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal ein Video, ja, wie das so ist. Ich bin mal gespannt, Leute. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die Jungs ein Game finden. Kurze Geschichte, die erzähle ich euch, was heute passiert ist. Also, Entschuldigung, wenn ihr das Video sehen werdet, wird es gestern sein. Ja, es ist Folgendes passiert. Ich war mit Hyra am Pushen. Ja, also mit Hyra und Linane war ich am Pushen. Ich habe für ein Game, wir haben 8 Minuten gewartet und das Game ging 40 Sekunden. 2 Games gemacht, 15 Minuten gewartet, nee, insgesamt. Also wir haben, ich will euch das damit sagen, wir haben für 2 Games 15 Minuten gebraucht und wir haben nur 6 Trophäen gepusht. Weil ab 1200 bis oben offen, ja, also es ist so, kurze Geschichte, ich hoffe, mein Cutter kann euch das auch alle einblenden. Also Leute, es ist so, plus 600 bekommt ihr 8 Trophäen. Plus 700 bekommt ihr 8 Trophäen. Plus 800 bekommt ihr 7 Trophäen. Plus 900 bekommt ihr 6 Trophäen. Plus 1000 bekommt ihr 5 Trophäen. Plus 1100 bekommt ihr 4 Trophäen. Und plus 1200 bekommt ihr 3 Trophäen bis oben offen. Ja? Also die haben 2 Games gemacht, 6 Trophäen, halbe Stunde weg. Oder 20 Minuten weg. Ich weiß gar nicht, wie viele Trophäen noch Hyra fehlen. Ja? Ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit er verschwendet hat, ja, für diesen Push. Aber ich habe was vorbereitet, Leute. Ich möchte euch gerne was zeigen. Guckt euch das mal an. Und zwar, es gibt eine Seite, die nennt sich Brawlify. Und hier ist der liebe Hyra. Ja, hier ist der liebe Hyra. Ich möchte euch jetzt was zeigen. Das ist crazy. Also, das ist echt crazy. Wir gehen auf Hyra drauf. So, das ist Hyra. Ihr seht es genau, sehr schön Hyra. Und dann gibt es hier... So, er hat, ihr seht es zum Beispiel, 276 Battles gemacht, ja. 276 Games hat er gemacht. Davon hat er 261 gewonnen, 12 verloren. Und jetzt kommt es. Er hat total gespielt. Das geht vom 16. bis zum 18. Er hat total gespielt einen Tag und 11 Stunden. Das heißt, 35 Stunden hat er gespielt. Also er war, die App war offen. 35 Stunden lang war die App offen. Und von 35 Stunden hat er aktiv, also quasi ein Spiel gespielt, aktiv, ja. Das ging 6 Stunden. Hier, 134, Leute, 134, das ist übersichtlich, ja. 134 Games hat er gemacht, ja, also Battles, 134. Er hatte die App offen, also die App war offen, 17 Stunden und 29 Minuten. Von 17 Stunden, 29 Minuten hat er aktiv im Spiel gespielt, 2 Stunden 44 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Also es ist unglaublich, wie dieser Junge... Wir gucken uns mal die Statistik hier an. Statistik. Okay, wir haben ein Game. Let's go. Wir haben ein Game. So, was spielen die? So, Fokus. Er muss weg, er muss weg. Ja, er ist nervt. Sehr gut, Mr. Linane. Sehr nice, Hyra. Ich habe keine Gadgets mehr. Keine Gadgets mehr. So. Nice, let's go, Linane. Hyra, gut gespielt, beide, so. So, kurz wieder Fokus. Leute, nicht so viel reden, mehr Fokus machen. Sehr schön. So, wir heilen kurz, wir warten, bis der Linane kommt. Sehr gut, Erdai. Sehr schön. Mal hier raus. Nein. Aber er wird auch sterben.
Oh, wenn der getroffen hätte. Das wäre ein wichtiger Kill. Hyra kann ihn killen, Hyra kann ihn killen. Ich werde sterben, höchstwahrscheinlich, ja. Okay, ich wurde nicht gehittet von der Ember. Sehr schön. Rip, 3K Hit. Sehr schön, Leute. Oliver Kahn. Nice carry from Hyra. Nice, good job. Gut gespielt, gut gespielt. So, GG's. So, die waren sogar hoch, ihr seht es. Die waren sogar hoch. Weiter geht's. Wir sind bei 1360. Ich mache jetzt auch eine Stoppuhr. Stoppuhr, Start. So, wenn wir länger als 5 Minuten brauchen, Leute, bin ich raus. Habe ich keinen Bock mehr. So, let's go. Wir haben die Stoppuhr gestartet. Ja. So, wir gucken jetzt. Unser Cutter kann in der Zeit gerne vorspulen. Oh, Digga, meine Hand tut weh. Können wir nicht ein Spiel haben? Kann ich noch einen Brief lesen, Chat? Also Chat, sage ich hier. Kann ich ja hier einen Brief lesen? Das ist echt heftig. Das ist wirklich der Wahnsinn. Für ein Game warten die über 5 Minuten und pushen nur 3 Trophäen. Ich kann jetzt auch nicht abbrechen, weil wir schon seit 5 Minuten warten. Also wenn ich jetzt abbreche, die fluchen auf mich. So, wir gucken mal, dass ich euch das auch zeige. Ihr seht das hier. Wir warten aktuell seit 5 Minuten jetzt. Unten links seht ihr die Szene. Das ist krank. Das ist echt krank. Wir haben ein Game. Wir haben ein Game. So, wir machen Stopp. Wir haben ein Game. Let's go. Guter Kill. Unlucky. Kann Hyra scoren. Schade. Hyra kann scoren, glaube ich. Dankeschön. B mit Damage Gear. Max macht knapp 4k Damage. Wir müssen uns heilen, weil wir sind One-Hit. Wir sind One-Hit für die... Oh, Hyra. So gut gespielt von Hyra. Wir spielen langsam. Wir warten den richtigen Moment ab. Nice. Also ihr seht es, Hyra war auf 1373. Ich bekomme plus 3 Trophäen, er bekommt plus 3 Trophäen. Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. Er hat nur 3 Trophäen bekommen. Kampflog. 3 Trophäen. Ja. Für so lange warten. Und davor haben wir noch so 20 Sekunden gewartet. Knapp 6 Minuten. Habe ich keinen Bock. Ich spiele das Spiel, um Spaß zu haben, um Games zu finden. Aber das macht mir doch keinen Spaß. Plus 3 Trophäen, 6 Minuten warten. Was ist das denn? GG's. I need to go. Good luck. Was schreibt der? Bruh. Bin raus. Ich gehe raus. Sofort die Links machen. Bitte nicht stören. Okay, let's go. Leute, ich wollte euch das mal zeigen, dass ihr das mal seht. Der Junge, ja, Leute, der spielt so viel. Ich bin echt gespannt, ob er das schafft. 14 Tage. Ich denke, ja, er wird es schaffen. 700 Trophäen, er wird das jetzt noch durchstehen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Also haltet, ja, mit diesem Matchmaking quasi, wie lange man braucht, bei so hohen Trophäen ein Game zu finden, wie viele Trophäen man bekommt. Und schreibt mal, ob Hyra es schaffen wird oder nicht. Ich bin raus. Danke, dass ihr da wart. Gerne ein Like da lassen. Und natürlich könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Peace, ciao, Onkel Mo.